Hallo Freunde und willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Ich habe mir überlegt, wir werden in diesem Versuch natürlich erstmal die Mission auf jeden Fall schaffen. Andererseits werde ich die beiden jetzt erstmal ignorieren. Wir gehen natürlich nicht durch die Tür, aber wir müssen trotzdem hier erstmal hoch. Wenn du kündigst, knallen sie dich ab. So, den Kerl markieren wir uns jetzt mal. So, jetzt schnell einmal hier lang und hier hoch. So, dann können wir von dir und von dir die Markierung wegnehmen. So, dann haben die drinnen auch keinen Grund, irgendwie misstrauisch zu werden. Der Mineneingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Gut zu wissen. So. Hier tummeln sich eigentlich viel zu viele Menschen. Aber was will man machen? Von hier aus kommen wir da nicht hoch. Dafür müssen wir an die andere Seite von dem Gerüst. Ist immer noch der falsche Aufsatz. Doch funktioniert. Jetzt haben wir noch 6 Gegner. Das sind die 4 da unten plus die 2 da draußen. Ergo werden wir jetzt uns an dieses Rohr schwingen und den Kerl so erledigen, wie wir es schon einmal getan haben. Nämlich indem wir einfach relativ unter uns ein Geräuschemeter schmeißen, den der Kerl hört und der ihn dann zu uns lässt. Und da klingelt das Telefon. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Ja, geht ihr das mal angucken? Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt nicht reicht, dann finde ich das aber sehr uncool. So, wir wollen hier wieder raus. Nämlich haben wir ja noch 2 Deppen da vorne, die sich jetzt zum Unterhalten treffen, ist natürlich perfekt. Danke. So, dann können die wenigstens mal die Klappe halten und sich ausruhen. Und wir können weitergehen. So, jetzt sind nur noch die 3 da draußen. Die Kamera sollte man einmal kurz umgehen. Aber das ist ja kein Problem, wir können ja schließlich unten lang. Den Laptop müssen wir ja nicht mehr holen, den haben wir schon mal. Und dann haben wir die beiden und den da hinten. So, wie machen wir das jetzt? Warten, bis die sich ein bisschen verteilen. Ja, klingt nach einem fairen Plan, finde ich. Das sollte den gleich ausschalten. Vor allem, wenn ich den noch hier hinlocke. Kann da mal durch. Danke. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Wo zum Teufel steckst du? Wieso hat er mich da gerade gesehen? Hier im Schatten, möchte ich mal betonen.
aus, als sei nur noch ein Gegner übrig. So, der letzte. Kannst du mal kurz stehen bleiben? Dankeschön. Verstanden. Dring am besten über den großen Belüftungsschacht in deiner Nähe in die Mine ein. Dachte, damit hätten wir aufgehört. Es ist und bleibt ein Klassiker. Das ist durchaus korrekt. So, wie kommen wir denn da hin? Müssen wir einfach wahrscheinlich hier die Tür öffnen, ne? Jo, ja. Da haben wir den Zugang. So, dann seilen wir uns doch mal ab. Hui, ab in die Mine. So, die Mine. Wenn nur dieser Weg reinführt, wie viele Fluchtmöglichkeiten gibt es? Ich sehe eine. Nicht gerade beruhigend. Die Alternative wäre gewesen, Sprengladungen am Schacht anzubringen und die Gegner dort einzuschließen. Das wollte jemand nicht. Darüber reden wir später. Jetzt will ich Optionen. Wünschte, ich hätte welche. So, wir wollen hier eigentlich nur weiter nach unten. Aber es kommt ja bald Auffüllstation, die brauchen wir. So. Und noch ein Seil nach unten. Ganz schön tief. Begebe mich in den Hauptbereich, Grimm. Es werden eine Menge Wachen dort sein. Die gehen mit den Diamanten kein Risiko ein. Was du nicht sagst, hätte ich ja nie vermutet. Das Problem ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier mehrere. Ja, gab es hier Drohnenpiloten. Drohnenpiloten sind nicht cool. Ganz und gar nicht. So, da hinten war noch irgendwo einer. Ist der da echt am hinpissen, ey? Mann, Mann, Mann. So, wie gehen wir das am sinnvollsten an? Ich gehe mal eben hier lang. Weil das sieht so aus, als würde es mich eventuell zu meiner Zielperson führen, die wir einfangen müssen. Mann, 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 das war irgendwie nicht so gut. So, den Kerl mal eben schnell markieren. Du hast gerade eine gesuchte Person ausgeschaltet, Sam. Sam, du solltest eigentlich da hochklettern. Weil da oben irgendwo noch ein Gegner ist. Ich glaube, es ist ein Gepanzerter, das gefällt mir nicht. Möchte ich mal betonen. Oder? Nee, doch nicht, sah nur so aus. Okay, dann ist alles gut. Du bist aber auch nicht der Drohnenpilot. So, da ist noch einer. Das ist aber ein Gepanzerter. Wusste doch, hier läuft irgendwo ein Gepanzerter rum. Bisschen näher an. Zwei Schritte. Danke. Hat funktioniert. So. Da ortet man.
das Störsignal. Das Lustige ist, Signal ist gestört, aber wie es, also das heißt halt für gewöhnlich, dass hier irgendwo ein Drohnenpilot ist. Aber ich habe noch keine einzige Drohne gesehen. Jetzt kommt's, die sind hier alle in den Lüftungsschächten. Eine. So, wollen wir denn hier noch Gegner, bitte? Weil den muss ich von hinten ausschalten. Okay, den hätte ich also einfach noch so ausschalten können. Deine Informationen herkommen, Grim? Na ja, ich hätte da was. Wie kommen wir da am besten rüber? Ist doch bestimmt möglich, hier einmal hochzuklettern. So, jetzt haben wir hier auch noch ein bisschen Sicht. Das ist doch schön. Es fehlen drei Gegner. Das sind die beiden, die ich am Anfang markiert hatte, plus der Kerl da. Da ist eine Kamera, da habe ich keine Lust drauf. Kameras sind uncoole Dinger. Das ist noch eine Kamera. Ich wollte sagen, Sam, bitte einmal beeilen gerade. Dankeschön. So. Gute Nacht. Und der letzte. So. Reich gesichert, Grim. Zack. Ich sag den Behörden Bescheid, dass sie rein können. Und hol dich da raus. Ach, das ging ja. Ich dachte, da käme mehr. Sehr schön. Auf Ghost. Ungestörte Gegner geht natürlich nicht. Aber sämtliches auf Stealth. Das ist schön. Und scheinbar haben wir die Zeit von Moki geschlagen. Aka Muko. Haha, ich war schneller. Noob. So. Ja, Assault gab natürlich nicht, weil ich hatte keine Lust auf Verstärkung. Panther haben wir auch nicht gemacht. So, beide Bereiche ohne Verstärkung abgeschlossen. Ein oder zwei versteckte Wege haben wir gefunden. Ne? Sag ich doch, zwei. Perfekt. Das gibt wieder Geld. Geld, Geld, Geld. Alter. Unsere Kohle hier oben, ja. Das ist echt sehr schön. Dann können wir jetzt uns die bessere Hose holen. Und dann werden wir auch schon. Hey! Hey Charlie! So, hey, das Sam. Können wir schon. Einmal bitte die Ausrüstung anpassen. Obsanzug, die Hose war's. 180.000 Alter Falter. So, jetzt haben wir aber immer noch 444.000. Können uns aber dementsprechend trotzdem gerade nichts mehr kaufen, was noch irgendwie sinnvoll ist. Gut.
Gut, dann würde ich sagen, wäre das das gewesen. Gute Arbeit, Charlie. Wir sehen uns, Sam. Und bevor wir die nächste Mission anfangen, werden wir uns natürlich die Dingens mal angucken. Das Briefing dafür. Weil es bleibt für uns nur noch die Briggs-Mission, die reine Koop-Mission sind, demnach für uns außer Frage stehen. Die Schweizer Botschaft von Charlie, die ich persönlich, wie gesagt, relativ uninteressant finde, weil man muss halt einfach gewisse Wellen überleben. Und da wir kein Geld mehr brauchen und das ist auch eigentlich, vor allem die Schweizer Botschaft, da gibt es einen Punkt, da kann man sich einfach hinsetzen. Man hat links und rechts von sich eine Tür und vor sich ein Fenster. Wenn da ein Gegner durchläuft, zieht man ihn rein, beziehungsweise betäubt ihn. Und wenn einer durch die Türen kommt, hat man da halt seine Gerätschaften, sprich seine Kontaktschocker und sonstiges. Das ist also nicht sonderlich herausfordernd. Aber wir müssen ins Gefangenenlager. Deshalb gucken wir uns doch mal an, was da los ist. Dringe unbemerkt in die Anlage in Guantanamo Bay ein und finde heraus, warum Nuri der CIA falsche Informationen gegeben hat. Durch seinen heldenhaften Einsatz verhinderte Devin einen Giftgasanschlag auf das U-Bahn-System genau von Philadelphia, bei dem Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Menschen hätten sterben können. Die Feierlichkeiten umfassten eine Parade, ein Essen beim Gouverneur und eine Ordensverleihung im Senat von Pennsylvania. Auf diese Ehrungen angesprochen, antwortete Devin, ich zitiere, ich bin nur ein einfacher Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ja. Und wahrscheinlich die beste Informationsquelle, die die Amerikaner für Blacklist hätten haben können, erschossen hat. Grandios, Devin. Grim, Nuri ist in Guantanamo. Verdammt. Was ist los? Die CIA hat Nuri gerade nach Guantanamo gebracht. Man befragt ihn zur Rolle des Iran bei den Blacklist-Attacken. Nuri hatte Blacklist-Infos? Wir müssen wissen, welches Spielchen er spielt. Er spielt, ich sitze im Gefängnis und verrate euch alles, wenn ihr mich wieder freilasst. Wenn du was sagen willst, dann sag es auch. Okay. Grim hatte recht. Deine Entscheidung war falsch. Unbedachte Cowboy-Scheiße und wir müssen es gerade biegen. Hey, haben wir den Iran nicht entlastet? Egal, ob die Infos stimmen. Nuri wird alles Mögliche erzählen und uns vielleicht in einen Krieg mit einem falschen Gegner treiben. Ganz genau. Und welche Person würde das wollen? Sadiq. Er muss Nuris Hintermann sein. Sagt wer, Sams Bauchgefühl? Wir werden es nie erfahren. Wir haben die CIA in Benghazi und Chicago über den Tisch gezogen und sind draußen. Das stimmt. Du hast alle Geheimdienstkontakte vergrault. Ja, nicht ganz. Wir haben noch dich. Richtig. Was meinst du damit? Ja, aber bevor wir diese Mission starten, die Folge wird halt dann ein paar Minuten kürzer, machen wir hier in der nächsten Woche weiter, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und verabschiede mich von euch für heute, für diese Woche von Splinter Cell Blacklist. Wir sehen uns am Montag wieder um 16 Uhr und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat.